Hallo liebe Angelbachteiler. Es ist Samstagmorgen und wie ihr seht, sonnig und leicht bewölkt vielleicht. Seit mehr als einer Woche ist unsere Christine da, unser erster Besuch hier in Benin. Das war was ganz Besonderes und wir hatten echt schon eine super coole Zeit. Christine hat sich sehr super angepasst. So oft habe ich sie noch nie in Röcke und Kleider gesehen. In ein paar Tagen geht sie schon wieder und wir und vor allem auch Ruben werden sie echt vermissen. Wir möchten euch zeigen ein bisschen unser Leben hier, ins Büro, auf Motorradtaxi, Sarah in der Schule und auch in unserer Gemeinde und am Schluss zum Macht und auch ein bisschen von Rubens Leben hier. Also viel Spaß und bis gleich. Bis gleich. Sie befinden sich auf einem Mopedtaxi. Der Fahrer trägt meist ein gelb-grünes Hemd. Wir fahren gleich an einer braunen Moschee vorbei. Es gibt in jedem Stadtteil eine oder mehrere Moscheen, die täglich zum Gebet aufrufen. Man sieht ganz typisch, wie die Frauen Körbe auf dem Kopf tragen und Obst und Gemüse so verkaufen. Am Straßenrand sieht man Geschäfte wie zum Beispiel Schreiner, Mechaniker, Schneider, kleine Läden, einfache Tische, wo warme Mahlzeiten verkauft werden. Oft gibt es kleine Stände, wo Benzin in Glasflaschen verkauft wird. Das Benzin kommt meist direkt aus Nigeria. Am Straßenrand sehen Sie Mangobäume. Aber die Zeit ist gerade vorbei. Nun fahren wir über einen Kanal und biegen links ab. Verkehrsregeln werden hier nicht unbedingt beachtet. Mopedfahrer brauchen keinen Führerschein und das merkt man teilweise an der Fahrweise. Helme sind eigentlich Pflicht. Hühner und Ziegen sind auch eine Herausforderung auf der Straße. Die meisten Häuser sind einstöckig gebaut und eine große Familie teilt sich den Innenhof. Das meiste läuft draußen ab. Komm ich, Lee, von Montag bis Freitag. An der Rezeption ist unsere Marie-Claire. Wir sind insgesamt momentan 6 Leute hier im Büro. Wir fangen immer an mit Andacht. Und dann hier ist unsere Direktorin. Mit ihr habe ich in Burkina Faso schon zusammengearbeitet. Hier ist mein Büro, wo ich die Finanzen mache. Bisher habe ich das Budget mit der Direktorin für nächstes Jahr festgelegt. Jeden Morgen um 10:30 gibt es Pancakes und Kaffee. Das ist schön, denn viele Leute kommen von außerhalb. Hier sind wir nun auf unserer Nordstation, die etwa 8 Kilometer von der Südstation entfernt ist. Lee fährt mittlerweile mit dem Motorradtaxi täglich 4-mal hin und her, da er für die Siesta nach Hause kommt. Rechts gibt es ein Haus mit 2 Wohnungen und einem Schuppen. Und links ist ein Teil des Schulgebäudes mit 4 Klassenräumen. Im ersten Gebäude unterrichte ich, das Klassenzimmer im Hintergrund wird im Moment kaum benutzt. Zwischen den Bäumen sieht man das Internat oder das Schlafgebäude, das doch leider größtenteils leer steht. Ganz rechts ist das Volleyballfeld, wo wir einmal die Woche Mädchenvolleyball anbieten. Geradeaus ist das Radioaufnahmestudio. Hier arbeiten 4 Techniker, die christliche Botschaften in 15 Sprachen aufnehmen. Verschiedene Pastoren kommen hierher, um die Sendung aufnehmen zu lassen. Ich helfe ein wenig aus als Sekretärin für deutsch- und englischsprachige Korrespondenz. Vor uns ist unser Heim, ein Paradies für Ruven, der gerne draußen ist. Das Auto gehört der Nachbarin. Hier ist unser Garten. Mit Hilfe von Christine haben wir das bisschen angelegt. Tretet ein in unser Wohnzimmer. Die Möbel haben wir von anderen Missionaren geerbt oder sie gehören zum Haus dazu. Bilder von zu Hause gibt es überall zu sehen und die Angelbachtaler Gemeinde sitzt auf dem Sofa. Von diesem Computer und Schreibtisch aus schicken wir unsere E-Mails und bleiben im Kontakt. Es gibt 3 Zimmer,
Wir haben also Platz für Gäste oder Nachwuchs. Unsere Küche hat auch alles, was wir brauchen und mehr. Das ganze Haus ist moskitosicher und einbruchsicher gestaltet. Die Veranda ist auch sehr praktisch und unheimlich angenehm. Der Zwerg ist da und spielt draußen. Und hier ist auch Audrey, die gerade Kokosraspel macht von frischen Kokosnüssen. Hallo Leute, hier spricht Ruven. Ich bin schon lang kein Baby mehr, wie ihr seht. Am liebsten bin ich draußen, Stöcke sammeln, im Sand spielen oder wie hier bei unseren Hühnern. Na, eine Hühner ist besonders frech. Gibt man ihr einen kleinen Finger, nimmt sie die ganze Hand. Also echt, raus da! Mein Nachbarfreund Fawaz, der genauso alt ist wie ich, zieht im Sommer in die Hauptstadt. Da bin ich etwas enttäuscht, weil ich ihn gern besucht habe. Vielleicht könnt ihr für einen guten Freund für mich beten. Kinder gibt es hier viel, aber ich wünsche mir einen Freund, von dem ich lernen kann und der mich akzeptiert. Okay, bis bald. Vielleicht kommt ihr irgendwann zum Besuch. Tschüss. Na, endlich! Schulzeit. Hier seht ihr Daniel und mich am Arbeiten. Der Schultag beginnt für Daniel und Timothy gemeinsam um 7.45 Uhr mit Bibel und Wissenschaften mit Donna. Ab 8.45 Uhr unterrichte ich Daniel. Erdkunde, Geschichte, Englisch und Französisch. Um 11.15 Uhr wechseln wir und ich habe Timothy für Französisch, Handschrift und Vorlesen. Um 12 Uhr gehe ich heim und schaue nach meinem Rufen. Hier seht ihr Fiona, die mit Daniel arbeitet ab 11.15 Uhr. Hoffentlich könnt ihr jetzt besser vorstellen, wie unser Leben hier ist. Und ja, wir wollen euch einfach Danke sagen, dass ihr so lieb an uns denkt durch Briefe, Päckchen, Postkarten. Das ist immer was ganz Besonderes von zu Hause zu hören. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.